Hallo zusammen, ich will jetzt hier an der Stelle eigentlich nur mal ein ganz schnelles Vlog machen. Heute ist nämlich 10. Mai 2014, gratis Comicbuchtag und ich war jetzt gerade auch schon unterwegs und habe mir beim hier in Pforzheim ansässigen oder dran teilnehmenden Buchladen bzw. der Filiale der Firma Osiander meine Auswahl an Comicbüchern geholt. Kurz zum Hintergrund für alle diejenigen, die nicht wissen, worum es beim Gratis-Comic-Buchtag geht. Der Gratis-Comic-Buchtag, das ist so ein bisschen Marketing-Veranstaltung verschiedener deutscher Comicbuchverlage, die einfach mal wieder so ein bisschen auf das Medium Comicbuch aufmerksam machen wollen und dafür speziell für diesen Gratis-Comic-Buchtag verschiedene Comics produzieren, also das sind Spezialversionen, die es an diesem Tag gibt und man kann sich die dann kostenlos am teilnehmenden oder bei den teilnehmenden Comicläden oder eben auch Buchläden abholen. Insgesamt gibt es 30 unterschiedliche Comics, ja, wie ihr hier in diesem kleinen Prospekt auch seht. Ich verlinke euch die Webseite, wo das Ganze auch nochmal sehr übersichtlich und schön dargestellt ist, in der Videobeschreibung. Und aus diesen 30 Comics kann man sich jetzt entsprechend welche raussuchen und der entsprechende Händler bestimmt dann, wie viel man tatsächlich bekommt. Wie gesagt, hier in Pforzheim war es die örtliche Filiale der Buchhandelskette Osiander, die daran teilgenommen hat. Hat mich persönlich sehr gewundert, weil Osiander hat hier in Pforzheim, oder zumindest die Filiale hier in Pforzheim, steht im Ruf ziemlich versnobbt und eigentlich auch sehr unfreundlich und nicht besonders kundenorientiert zu sein. Ja, also dass die dann tatsächlich auch noch so mit dem Thema Comic was zu tun haben, sehr erstaunlich. Ja, also das sind eigentlich eher Missionare zum Thema gedrucktes Wort, hohe Literatur. Also ich glaube, da darf man glücklich sein, wenn man sich irgendwelche Brecht-Bücher kauft oder Heinrich Böll oder weiß der Teufel was. Naja, das heißt drum, sie nehmen auf alle Fälle dran teil, fand ich sehr überraschend. Mein Eindruck hat sich jetzt natürlich leider auch mal wieder bestätigt, was so die Einschätzung der Filiale hier angeht, weil man hat nicht wirklich viel Werbung hier in dieser Filiale für den Gratis-Comic-Buchtag gemacht. Also es gab nicht irgendwo Plakate am Eingang oder irgendwie sowas. Und ja, Osiander hat jetzt auch nicht wirklich eine große Comic-Buch-Abteilung. Ich persönlich habe sie zum Beispiel erst gar nicht gefunden und habe dann einfach mal eine Verkäuferin gefragt, die mich dann in die Kinderbuchabteilung geführt hat. Tja, leider, um mich da so ein bisschen in die Ecke geschoben hat, so von wegen, hier sind unsere Comics. Und auf meine Frage, ob sie denn am Gratis-Comic-Buch-Tag jetzt tatsächlich teilnehmen, hat sie dann gemeint, ja, selbstverständlich nehmen wir daran teil und jeder kriegt hier zwei Comics. Und das sind auch tatsächlich die, die ich mir dann mitgenommen habe. Also wie gesagt, bei Osiander hier im Pforzheim gibt es zwei Comics bei einer Auswahl von 30, ja. Ich habe schon gelesen im Netz vorab, dass manche Händler auch zwei Comic einfach so weitervergeben, aber dann entsprechend die Auswahl auf 5, 6 oder irgendwie sowas erhöhen, wenn man dementsprechend natürlich auch noch was kauft. Ich hätte gern natürlich heute bei Osiander auch noch Comics gekauft, weil ich ja gerade so in der Phase bin, mich wieder ein bisschen mehr für aktuelle Comics zu interessieren. Ja. Hat man aber bei Osiander leider die Chance verpasst, mir tatsächlich was zu verkaufen. Ja, sie hätten auch nicht wirklich eine Auswahl gehabt von Comics, wo ich jetzt gesagt hätte, ja, nehme ich jetzt mal mit, interessiert mich jetzt gerade. Das ja, war so ein bisschen eine vertane Chance, aber okay, sei es drum. Was habe ich mir geholt? Zwei Comics, wo ich immer schon gestrauchelt habe, so von wegen, kaufe ich mir die mal oder nicht. Ja, also irgendwie doch schon ein bisschen komisch, nämlich auf der einen Seite Gung Ho. Ja, so ein bisschen, ich
schätze das immer so ein bisschen als was Actionlastiges ein, actionlastige Geschichte. Wenn ich so durchblätter, die Grafik ist eigentlich ganz interessant. Die Schrift ist mir jetzt wieder ein bisschen zu klein. Das ist immer so was, was mir an Comics sehr missfällt, wenn sie so Mikroschrift nehmen. Dann muss ich wieder mit der Brille und... naja, okay, aber trotzdem mal interessant. Ich werde es mir mal genauer angucken. Die Aufmachung vom Comicbuch selber ist aber klasse. Ne? Also es ist gutes Papier, Hochglanz. Oder ja, ich weiß nicht, kein Hochglanz, aber zumindest Glanzpapier wirkt auf alle Fälle sehr wertig. Das ist sicherlich auch so eine Sache, die sich ein Sammler ins Regal legt. Ja. Natürlich beschriftet gratis Comicbuchtag 2014. Ich freue mich schon, wenn ich mir das dann entsprechend mal durchlese. Zweite Sache, bisschen so aus der Horror-Ecke und auch endlich mal was, was man zumindest aus deutscher Sicht von hinten liest. Tokyo Ghoul, so klassischer Manga-Stil, also auch schwarz-weiß. Ja. Persönlich, also ich habe eigentlich ja gar nicht den Draht zu Mangas, insofern habe ich mir noch nie einen gekauft, aber reizen tut es mich dann doch schon seit langem. Ja. Also deswegen habe ich da jetzt einfach mal gesagt, komm, willst du mal entsprechend angucken. Gefällt mir auch hier schon wieder von der Zeichnung sehr gut. Die Schrift ist Gott sei Dank nicht so klein. Vielleicht gibt es ja jetzt dementsprechend so den Punkt, der mich dann auch mal so ein bisschen zum Comicbuch lesen oder zum Manga lesen auch mal wieder anhält. Auch das sehr hochwertig gemacht im Vergleich. Manga soll ja eigentlich nicht recht schnell zu lesen und eigentlich vergleichsweise billig produzierte Variante des Comicbuchs sein. Bin auch da schon mal gespannt drauf. Ja. Ja, schade, dass ich jetzt nicht noch mehr mitgenommen habe. Es gäbe nämlich durchaus noch so Sachen, die mich interessiert hätten. Horror Story, Yui, also eine ganze Menge. Ich werde mal gucken, vielleicht werde ich heute noch mal Zeit finden, um einen zweiten Besuch bei der Firma Osiander zu machen. Die werden sich ja kaum an mich erinnern. Und wenn, dann wahrscheinlich in Abscheu, weil ich ja nicht so erscheinen wie der klassische Buchleser. Ich darf da wahrscheinlich auch nie erwähnen, dass ich jetzt nur noch E-Books lese, weil sonst kommen sie dann wahrscheinlich irgendwas also so mit dem Pfahl und stoßen mir den durchs Herz. Naja, aber auf alle Fälle. Mal gucken, vielleicht kriege ich ja nochmal was. Schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr auch am Gratis-Comicbuchtag unterwegs wart, ob ihr Comicbücher geholt habt. Ja, jetzt noch einen ganz lieben Gruß an den Blitz nach Hamburg, der nämlich mich in einem seiner Videos bei High Five auf die Aktion aufmerksam gemacht hat. Fand ich cool. Bin mir sicher, der wird sicherlich in dem einen oder anderen Video auch noch drüber reden. Ja, und ansonsten danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.